Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Breezy Shark. Heute möchte ich dir zeigen, wie du das Mikrofon des HyperX Cloud 2 Headsets lauter einstellen kannst, falls es zu leise ist. Ich zeige dir, was du dafür herunterladen und installieren musst. Wir benötigen das Programm Peace. Dafür müssen wir jetzt auch ins Internet gehen und geben hier auch einfach mal ein Peace Download. Wenn ihr das eingibt, müsst ihr dann einfach auf die erste Seite klicken, also von sourceforge.net. Ich verlinke diese Webseite auch in der Beschreibung, dann kommt ihr direkt darauf. Und hier müssen wir den Peace Equalizer Interface Equalizer Apple herunterladen und installieren. Da klickt ihr dafür einfach hier auf Download. Das ist ein geschützter Download, keine Angst. Das könnt ihr natürlich hier alles lesen, falls ihr wollt und Junkies seid, Lese-Junkies. Ich lade das jetzt hier einfach mal herunter. Müssen wir kurz warten. Genau, dann ladet sich hier eine Peace Setup Exe Datei herunter. Die öffnet ihr dann auch gleich. Dann bestätigen mit Ja, dass ihr das wollt ausführen. Und dann, genau, dann öffnet sich hier so ein Programm. Ein Setup-Tool, um genau zu sein. Hier steht jetzt auch, dass ich Equalizer Apple noch nicht installiert habe. Dafür müssen wir jetzt hier auf diese Webseite gehen und da klickt ihr auch am besten gleich drauf. Da werdet ihr dann zu einer Webseite geleitet. Nicht diese hier, sondern diese hier, Equalizer Apple. Dann ladet ihr das hier herunter. Auch wieder warten. Genau, dann öffnet sich hier ein weiteres Programm, nämlich das Equalizer Apple 64 1.3 Exe. Das müsst ihr jetzt als nächstes öffnen. Und dann öffnet sich hier ein Assistent. Das müsst ihr jetzt hier alles durchmachen. Also zuerst mal auf Weiter klicken, dann die Lizenz akzeptieren, annehmen. Dann weiter, wird dann hier installiert. Program Files. Das hier können wir schließen. Dann hier auf Installieren klicken. So heißt dann der Ordner. Genau, dann könnt ihr hier auch eure Geräte auswählen, für die das Programm dann aktiviert wird. Für das andere Zeug könnt ihr das natürlich auch machen, falls ihr wollt. Ich mache das jetzt einfach mal für diese zwei Geräte. Dann auf OK. Und wieder auf OK. Und dann müsst ihr den Computer neu starten. Das mache ich jetzt auch. Wir sehen uns danach wieder. So, nachdem ihr den Computer neu gestartet habt, müsst ihr noch einmal die PSetup.exe-Datei öffnen. Und dann öffnet sich wieder dieses Fenster hier. Jetzt müsst ihr hier auf Install klicken, um den Ordner zu installieren. Dann klickt ihr hier auf Ja. Und dann kommt hier die Nachricht, Peace 1.6.1.2 ist installiert. Dann können wir das hier schließen. Das auch. Und wie ihr gesehen habt, ist jetzt hier das Icon erschienen für Peace. Das können wir jetzt auch gleich mal öffnen. Dann klickt ihr hier auf Ja, um das zu überschreiben, die Config-Textdatei. Dann hier könnt ihr auswählen, welche Benutzeroberfläche ihr wollt. Ich empfehle die einfache Benutzeroberfläche. Genau, und dann sind wir hier schon im Menü. Dann können wir hier bei alle Audiogeräte unser schönes Kopfhörermikrofon HyperX Virtual Surround Sound
zu HyperX Cloud 2 Mikrofon auswählen. Und dann können wir hier die Verstärkung erhöhen. Vielleicht könnt ihr das jetzt merken. Hört ihr mich jetzt stärker, wenn ich das hier verstelle? Jetzt habe ich es zum Beispiel auf 28,5 Dezibel. Also jetzt hören mich dann die Leute stärker, wenn ich jetzt in einem Chat, in einem Sprachchat spreche. Und ja, dann könnt ihr auch einfach hier auf Beenden klicken. Hier steht auch Peace beenden, Ihre Klangregelung bleibt aktiv. Genau. Und somit war es das auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Lasst eine Bewertung da und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir die noch stellen. Und bis zu einem nächsten Mal, euer Breezy.